Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. So, meine lieben Freunde, und damit ein herzliches Willkommen zu der nächsten Folge von GTA 5 Online, natürlich zusammen mit dem Flo. Hallo. Sag doch wenigstens hallo. Ne, jetzt will ich nicht mehr. Jetzt bin ich traurig. Ne, hallo. Hat geschmeckt, wa? Hacknack. So, meine lieben Freunde, wir werden natürlich hier am Anfang dieser Folge... Junge. Am Anfang dieser Folge. Wir sind übrigens immer noch alleine. Nächste Folge wird dann hoffentlich die nächste Heist endlich kommen. Wir werden uns wahrscheinlich auch erst an die Doomsday Heist ranwagen, bevor wir die normalen Heists machen. Einfach, weil es cool ist. Ja, wir werden jetzt heute einfach nur mal am Macebank Tower landen. Bist du ready, Flo, oder? Nee, du hast mich nämlich getötet. Ja, das weiß ich auch. Es wäre cool, wenn ich heute mal nicht F drücke. So, komm, jetzt komm bitte. Einfach mal nicht F drücken, sondern einfach mal drauf landen. Was hältst du davon? Nicht viel. Nein, ich bin einfach drüber gefahren. Oh Mann, man muss echt von unten kommen. Du bist tot. Ich hab's aber nicht gesehen. So, jetzt komm. Zweiter Try. Ich muss ein bisschen Gas geben, bisschen Schub, bisschen bremsen. Ah! Und schon wieder drüber. Ich glaube, es hakt. Dritter Versuch. Flo, geh weg. Ich bin ja weg. Du bist viel zu schnell. Ah! Als ob nochmal. So, jetzt vielleicht. Jetzt bin ich langsamer. Jetzt bin ich höher. Flo, mach Platz für den legendären, der jetzt nochmal drüber fliegt. Du bist immer noch zu schnell. Ich war richtig, ich habe richtig lange schon gebremst. Nein, du warst viel zu schnell. So, nächster Try. Mein Heli ist runtergefallen, deswegen bin ich jetzt hier. Ich bin's. Ist immer noch viel zu schnell. Au! Nein! Nein! Nein, 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 Alter, nein, ich bin freckt. Scheiße. Kabum. Geh weg. Ey, Flona. Also dann, los geht's. So, los geht's. Wir haben 2 Cargo-Bobs. Wir müssen einen Zug finden. Wir müssen landen. Bin gespannt, ob das funktioniert. Da ist ein Zug, da ist ein Zug. Wie viel Glück wir haben. Aber der fährt in die andere Richtung. Ja, da müssen wir rumdrehen. Ah, Alter, wir haben direkt einen gefunden. Warte, wir müssen eine glatte Stelle finden, ne? Ey, wo fährt denn der lang? Wir müssen auf den roten. Auf diesen roten müssen wir landen. Ah, hier fährt er. Der fährt jetzt erstmal unter die Brücke. Ich hab den gerade gesucht. Ja, ja, die ist so direkt hinter dem Führerhaus oder das da ganz hinten. Komm. Das ist voll schwer. Nein! Komm. Als ob so ein fettes Teil direkt explodiert. Bleib hinter dem Zug, ich hol mir einen Heli. Nein! Nein, ich explodiere. Nein, Flo, nein, ich bin gleich da. Er piept, er gibt den Geist auf. Ich bin aber drauf gelandet. Ich sehe den Zug, ich sehe dich, du bist explodiert, aber ich bin auch beim Zug. Ja, warte, noch nicht drauf fahren, da kommt erst ein Tunnel und dann ist lange freie Strecke, okay? Okay, dann fliege ich dem hinterher und dann... Ich rufe auch Meriwether an. Ja, ich sehe den Tunnel, oh Gott, wo geht es jetzt lang, aber... Nicht, dass sie jetzt despawnen. Bei der Autobahn. Was? Der fährt jetzt so in den Tunnel bis dahin, ne? Ja, neben die Autobahn. Ach, hier, genau, hier fährt er lang, okay. Komm, das schaffen wir haben übelst Glück, dass wir gleich einen gefunden haben. Ich hoffe, der kommt jetzt hier raus. Bitte. Wenn der jetzt despawn ist, ne? Nee, eigentlich nicht. Der braucht nur ein bisschen. Ja, dann lass einen neuen suchen, okay. Oh Mann. Da ist einer, ich habe einen. So, da hinten sehe ich auch den Flo schon lang cruisen. Ich bin jetzt auch über dem Zug, also wir haben jetzt wieder 9 gefunden. Das hat ein bisschen gedauert, aber unsere beiden Cargo Drops sind hingecrashed.
bei den kleinen Ritzen hier, bei den beiden. Da, ja. da hinten. Ja, ineinander okay. halt. Gar nicht mal so einfach. Aber hier hat man schon halt freiere Strecke. Ah, jetzt bin ich drin. Ah, oh, perfekt rein. Yes. Guck mal, Alter. Okay, und jetzt. Heftig. Warte, perfekt, bleib noch drin. Das was hier filmen, so perfekt. Nein. Oh mein Gott. Lass mal warten. Da kommt jetzt gleich ein. Nein, warum fliegst du hoch? Da kommt doch jetzt gleich ein. Ach so, ein Tunnel. Ja, fuck. Ich muss schnell wieder drauf. Der kommt ich da schon. Ihn. Schaff ich. Ja, sauber. Du stirbst und ich bin drauf. Ich bin wieder drauf. Warum bist du gestorben? Ja. Ja, weiß ich nicht. Was passiert bei dir? Ja, ich bin jetzt. Ich fahre jetzt einen Tunnel. Bin gespannt, ob das funktioniert. Oh, ich bin. Es ist halt die Rotoren, die sind zu fett dafür. Bist du jetzt tot? Dann würde ich sagen, nach diesem Abenteuer erstmal zum Stripclub, oder? Ja, also ein bisschen entspannen hier, ne, bei den Weibern. Jetzt. Was? Alle Special Effects sind da. Und? Oh, der war aber heftig, du. Nee, das war noch. Guck mal, ich warte sogar, damit du aufsteigst. So, jetzt sind wir beim Stripclub angekommen, ne? So von mir. Umgekommen. Ja, hä? Der Ball läuft immer noch in mich rein. Er tötet mich gerade. Alter, du fährst dahin, ich fall vom Motorrad und er ballert mich sowas von zu, Alter, was war das denn? Junge, machst du nix. Warte, noch nicht schießen, ne? Doch. Ich will jetzt ballern. Der kassiert's jetzt von mir. Ja, hallo? Er hat angefangen. Oh! Heuer! Ja, genau! So, ich gebe dir jetzt Geld, weil ich. Was bist denn du? So. Ja, ich gehe auch hin, ne? Dollar. Dollar. Kann ich's aufsammeln? Scheine, Dollar. Sexy for my shirt, too sexy for my shirt, so sexy it hurts. I'm too sexy for Milan, too sexy for Milan, New York and Japan. Wie behindert, Alter. Wie dumm einfach. War das gut? Ja, war auf jeden Fall krass. Hardlock! Alter, du bist ein Pimpf, bist du. Jetzt kommst du her, mein Freund. Ja, okay, warte. Oh, Alter, war das knapp. Da ausgewichen bin, Alter. Nein! Hä? Wie leer? Lol. Ich bin auch tot, als ob. Aua! Ich hab mich auch gekillt. Ich pack jetzt meinen Revolver aus. Oh, Junge! Wo bist du? Ich seh dich nicht mal. Ich auch nicht. Tschüss! Ich bin tot. Du rast aus, Mann. Bro, ich brenne! Nein. Mein Revolver! Der ist ja voll schlecht. Ja, ich muss. Ich treff dich ja nicht. Wie kacke bist du denn? Echt? Ja, du rennst ja die ganze Zeit hin und her. Geh doch weg. Boom! Hagnack! Komm da raus. Er wirft seine Achtbombe. Du hast Bullen, ich nicht. Tja, siehst du mal? Die ist voll gut. Hä? Als ob du da noch was hattest! Du Opfer! Als ob. Boom! Hagnack. Nein, ich wollte den Bus haben. Nee, jetzt ist Krieg, Alter. Ich wollte den Bus. Du lässt mir nicht mal meinen Bus, Alter. Das ist voll unfair. Boom. Du hast Lenkraketen oder Raketen. Ich hab sowas nicht. Das ist unfair, Mann. Jetzt sind sie alle. Aber ich hab die ja, noch. Ja, das ist verdient. Aua. Easy.
Aber oh, ne, ich hab geschlossen. Hi. Stimmt, ich nein. Will was kaufen. Hacknack! Was kann man hier kaufen? Lenkerketten, das ist so fucking teuer. Ne? Feuerwerk ist alles klar. Wie teuer ist das denn? Kein Kommentar. Hey, ich hab gar nicht auf den Preis geguckt. Ja, ich muss da drauf achten, mein lieber Freund. Bist du fertig? Weil dann baller ich jetzt gleich rum. Nee. Ich hau jetzt mal richtig Money aus. Oh, es schmerzt so, Lenkerketenwerfer. Ah! Oh. Alter, ich habe jetzt nur noch 550.000. Wie viel das einfach kostet, wahrscheinlich. So, meine lieben Freunde, das war's jetzt von diesem Part. Der Flo ist jetzt auch nicht mehr da, leider. Der ist weg, der musste ganz schnell was essen gehen. Auf jeden Fall möchte ich euch noch sagen, nächstes Mal geht's dann auf jeden Fall weiter mit den Doomsday Heist. Denn bis zur nächsten Woche werde ich auf jeden Fall alle an den Start kriegen, damit wir ein bisschen was aufnehmen. Und der Flo hat sich auch eine Basis schon gekauft gehabt, also können wir auf jeden Fall Doomsday Heist starten. Das ist vielleicht ein bisschen spannender wie die normalen Heist. Die werden wir natürlich eventuell auch nochmal irgendwann machen, bin ich der festen Überzeugung. Aber jetzt machen wir erstmal die dummste Heist, da die ein bisschen spannender und neuer sind. Und ich habe mir jetzt ein paar schöne Waffen gekauft, mit denen ich das alles machen kann. Bis dahin, haut rein. Lasst eine Wertung da, wenn es euch gefallen hat. Freut euch auf die nächste Folge. Schaltet nächsten Mittwoch rein. Bis dahin und ciao, ciao. I don't really do this, but Bruce G be the dude to remove the bluff. Big chick wanna talk like she knew what's up. Every time I step in, they say who the what, the where, the how, blind, smear the ground. My chick 10-10, she can stare the sound from miles away. Hello felt kinda, now good vibes, feel like a tide.